So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Lightning Returns. Im letzten Teil haben wir unsere Fähigkeiten synchronisiert, sozusagen. Und ich müsste jetzt im Endeffekt eigentlich mich teleportieren, aber ich will jetzt gerade nicht, weil ich habe hier noch die Mission zu erledigen und die kann ich jetzt endlich abgeben. I don't believe it. You actually got everything. Yep. Now I'll finally be able to do my final task. Words cannot express just how much this means to me. Truly. But I want to say thank you anyway. Abgeschlossen. Erlösung Gül 1600. Blaupilz, Braunpilz. Maximal GP plus 80. Wow. Magie plus 12. So, that was your last task, to make this medicine. Yes, I want to give it to someone, but I'll have to be extra careful with this brew. I can't ruin this, not something this precious. That's right. Don't you go wasting all of my hard work. I'll take that as encouragement, I guess. I'll bet every last bit of pride I have is an apothecary on this. Okay, Nebenmission aktualisiert, ja. Moment, Mission und Aufträge, Nebenmissionen. Das letzte Heilmittel. Lightning hat den legendären Grimmpilz gefunden. Zusammen mit den anderen Zutaten kann Gradias nun ihren Trank brauen. Doch sie zögert, weil sie meint, dass diese Zutaten zu kostbar seien, um sie bei einem überstürzten Brauen zu verschwenden. Wer könnte nur ihr Patient sein? Ich schätze mal sie selbst. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Weil sie hat ja diesen schlimmen Husten, ne? Jetzt möchte ich kurz in den Inventar. Nein. Ich glaube, unter andere Gegenstände finde ich das. Nein, hier nicht. Gizalin, genau. Und jetzt brauche ich nur den Tiertrank. Und den kriege ich bei dem anderen Gebiet. Also nicht hier. Das heißt, ich müsste dafür irgendwie darüber hier hin. Und das Forschungslager. Na toll. Das ist nämlich auch ziemlich weit weg. Es sei denn, ich teleportiere mich. Ja, könnte ich eigentlich machen. Weil das sind, da ist ja diese Stadt da in der Nähe. So, schauen wir mal. Forschungslager, die Wildlande, genau. Teleportieren. Ja, das kenne ich. Beschützer aus der Vergangenheit, ja. Unser lieber Odin. Hallo. Okay. Kann ich von hier aus da hochspringen? Geht das? Nee, da brauche ich eine größere Höhe. Okay, hier ist nichts drin. Nix. Nada aninte. Kann ich von hier aus da hochspringen? Da ist schon wieder so einer. Okay, was willst du? You see that old husk of an airship over there? There's a grumpy old guy who lives there. I'd keep your distance if I were you. He almost never comes out. Just stays holed up in there. What is he? That's what I want to know. He didn't used to get any visitors, but lately I've seen some young girl coming and going. Okay, gut, von mir aus. Das ist auch zu niedrig, ne? Ja. Okay. Warum ich versuche, da hochzukommen? Ja. Ist bestimmt wichtig, ne? Und so. Laborant. Schon wieder?
Synthese, ja, okay. Das Warnangebot wurde aktualisiert, okay. Was haben wir denn jetzt alles hier Schönes? Liberator. Diese komische Klinge da. Was? Dann das hier, okay. Das da. Das da, ich kann den Namen nicht lesen. Baguette, okay. Das passt zu den, zum Nachtschatten, aber das kann ich mir noch nicht leisten. 42.000, ein bisschen zu viel. Aber das nehme ich mit. So. Come again. Habe ich irgendwo ein Item? So, how long does it... Ja, der... Lass mich mal kurz absteigen, damit ich das auch ernten kann. Tandelgemüse, okay. Tandelgemüse. Ein gut geformtes... Ich brauche die Erlaubnis. So. You're growing Tantal greens, are you? Yep. You can eat them yourself, or feed them to your favorite chocobo. Well, let me tell you, it's a fickle plant. I haven't seen many people grow them as successfully as you have. Where'd you learn all this? From Sarala at Canopus Farms. Oh, Sarala, you say? I couldn't be more proud of my granddaughter. She is something, isn't she? Ah, du bist der Opa? Good genes. Huh. She never mentioned she had a grandfather. Oh, did I say my granddaughter? Slip of the tongue. What I mean is... Ja, klar. Sarala is my... she's the granddaughter of someone I know. Ja, anyway, ja. How is her father doing? That Cole can be quite difficult. Der ist tot. Her father. Say no more. If he's anything like I remember, he's gone wandering off, leaving her to tend to the fields again, all by herself. Yeah, he doesn't do much anymore. Sarala's the one who's been taking care of everything. Between my Tantal greens and her Ghazal greens, which is more delicious? Now that's a question. If only I could taste both at the same time, then I'd know once and for all. Du kannst gern beides haben von mir. Can you use some of Sarala's greens? Is that it? If you'd be so kind, I'll make it worth your trouble. How about in exchange, I let you use this field? Ich hab das ja, zum Glück, ne? Okay, was ist besser, das Tentelergemüse des alten Mannes oder das Gizagraut aus der Kopfsiedlung? Baue auf Servas Feld in der Kopfsiedlung Gizagraut an und bringe es dem alten Mann. Zur Belohnung darfst du sein Feld nach Belieben benutzen. Annehmen. Zum Glück habe ich das ja die ganze Zeit schon gemacht, ne? Alright. I'll be back. You're much too kind. Thank you. Es ist ihr Opa, definitiv. Ich habe jetzt zuerst gedacht, dass das ihr Vater ist, der angeblich tot sein soll. Aber dann ist es halt der Opa. So. Oh, you're back. What do you have there? Are those Ghazal greens from Sarala's farm? Yep. I wanted to do this for a long time. Now I can finally find out whose greens are better. Mm. Why, these are absolutely delicious. Man spricht hier mit vollem Mund. Yeah, there's no question about it. My Tantal greens don't even compare to her delightful and scrumptious Ghazal greens. Sarala was so small when I last saw her, and now she's all grown up. She doesn't need coal anymore. You seem to know a lot about her and her father. You're not related, are you? Maybe an uncle or something? It's a little more complicated than that. Nevertheless, now I can pass away without worry, knowing that she can take care of herself. That's all I wanted. Du wirst nicht sterben. Anyway, the field is yours to use as you please. Denn ich rette jetzt deine Seele. Abgeschlossen. Erlöserinnenbelohnung Gül 500, Brille Gelbmann 1. Na toll. Maximal TP-Wert plus 40, Angriffskraft plus 6.
Nein, ich wollte nicht den Chocobo ansprechen. So, Gemüsesamen reinpflanzen. Ich weiß noch nicht, wann ich es abholen werde, aber okay. So, es tut mir leid, aber ich höre irgendwo immer noch ein Item. Haha! Ich hab's auch schon. Altes Foto erhalten. Wo soll ich denn das hinbringen? Weiß es. Nein! Wie komme ich jetzt nochmal hoch? Ach, außen rumlaufen, okay. Tach! Ach so. Ja, wie ein echter Samurai. Toll. Pff. Grünes Leder. So, und wo ist jetzt dieses komische, die den Tiertrank macht? Ich glaube, sie war das, ne? It's almost as if they've forgotten why we're here in the first... Nee, sie war's nicht. Von wem kriege ich den Tiertrank? Poor Sarala. I heard the news about her father's death. But something doesn't quite make sense. Jetzt kommt's. I was in Arius and saw a man who looked just like Cole. But Cole is dead, so it couldn't have been him, right? Just someone who looks like him. Hm. Oder auch nicht. Ich sag ja, irgendwie habe ich das nicht so das im Gefühl, dass der tot ist. Aber das ist halt meine Ansicht. We still call ourselves a research team. Wait, don't tell me. You want me to make more medicine for your own use? Ja, genau. Ich will diesen Tiertrank wieder haben, bitte. You're going to have to pay me, though. Ja, ich weiß. All right. Just wait there. Okay, there you go. So, eine Flasche Tiertrank. Dankeschön. So, und das brauche ich jetzt ja nicht für mich, das brauche ich für die Wunschtafel. Genau deswegen habe ich das gemacht. That Chocobo is the rumored angel of Valhalla, isn't he? The Chocobo of legends. Now that I've seen him for myself, he does look rather regal. He's a lot more than regal. Oh, no offense. I know he's a creature of destiny, fated to lead his ordained master to the truth. Da war ich schon. Know something about this legend. Of course. My team and I have been in this mysterious land for many years. We call this the Omega Point, the origin of the chaos that erupted and spread throughout the land over 500 years ago. It appears Schön. The source of the chaos is rumored to be hidden somewhere inside the Temple of the Goddess, out here in the Wildlands. We were sent out here to investigate the Omega Point, but because of the rocky terrain, there are still areas we haven't been able to reach. Omega Point. The Goddess's temple is one of them. But now that the Angel of Valhalla has decided to grace us with his presence... Exactly. With those wings, there's no doubt he can take you there. Many old remains have been discovered in this area. For example, do you see that over there? That's the wreckage of an airship that fell to the ground after getting sucked into the chaos. If only we could gather data from the wreckage, I'd be willing to bet it would be an enormous help to our research. Mach ich gerne. Solve the mystery of what happened back when the world first started to fall apart. Is that the idea? That's right. I can't promise we'll discover every last detail of what happened, but it would get us closer to the truth. Mach ich doch gerne. 0 von 4 Dateneinheiten gesammelt. In den Wildlanden befindet sich auf der Omega-Punkt. Hier begann vor 500 Jahren das Chaos, die Welt zu überfluten. Die Forscher im Forschungslager erforschen ihn unermüdlich, obwohl sich außer ihnen niemand mehr als an die Expedition erinnert. Doch die Wildlande sind unwegsam und an vielen Orten gelangt nur mit einem außerordentlich starken Chocobo. Hilft dem Forscher bei ihrer Arbeit und sammle Daten für sie. Every piece of the puzzle is important. The more we learn, the closer we get to the real truth. If there's anything I can do to help, I'm in. I appreciate that. Here,
I want you to take this with you. Einen Datenrekorder erhalten, okay. This device extracts data from objects. Go to the ruins of the airship and search for any kind of debris that might be relevant to our research. When you find something, all you need to do is activate it. Once the device reaches its capacity, the light will flash, letting you know it's full. Come back when you're done. I'll be waiting here. Uh-huh. How many pieces of debris? It varies by location and situation, but I'd estimate that 4 would probably do the trick out here. Ja, das weiß ich schon. Wir haben jetzt eine neue Mission. Ich frage mich, ob ich jetzt von hier aus da hochkomme. Boah! Bin ich so schlecht oder was? Sind da nicht Gegner aufgetaucht gerade? Ah. Es wird immer später. Schaut auf die Uhr, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, ich brauche Gegner, ey. Das gibt's nicht. Gegner! Es tauchen keine auf, oder was? Schon seltsam. Immer wenn man welche braucht, tauchen keine auf. Und wenn man keine will, dann tauchen genug auf. Brauche im Endeffekt nur einen, wo ich die, damit ich die Zeit anhalten kann. Na gut. Wenn keine kommen, dann kommen halt keine. Kann ich nicht ändern. So, wir gehen jetzt erstmal nochmal. Wir versuchen das jetzt nochmal mit diesem Sprung da. Das gibt's ja nicht, dass ich so schlecht bin da jetzt. Oh nee, ey. Boah, ist das ein ätzender Sprung. Warum verschwindet der Gegner jetzt schon wieder? Ich muss es nicht verstehen, ich werde es nicht verstehen. Ich werde es noch einmal probieren, wenn ich es wieder nicht schaffe. Dann ist es mir jetzt egal, weil ich möchte mich nicht hier ewig aufhalten. Ich denke, ich werde dieses Stück Land heute busy, busy, busy. Is this it? Ja, sammelt Daten von 3 weiteren Stellen. Okay. Und ich glaube, ich weiß auch schon von wo. Noch. War das hier? Nein, hier war es nicht. Hier ist auch nichts. Und da komme ich ja so nicht rüber. Das war zu niedrig für ihn. Das heißt, zu niedrig, es war halt unpassend. Okay. Dann muss ich es von da probieren. So, du hast hier bereits Daten gesammelt. Es gibt hier nichts mehr zu finden. Was? Okay. Wo komme ich denn jetzt hin? Dahin. Okay. Bringt mir aber nichts, weil ich möchte jetzt erstmal die Daten sammeln. Weil wenn ich jetzt eh schon so spät ist, dann kann ich jetzt auch das sammeln und dann kriege ich noch eine weitere Seele. Also... ey, geil. Okay, geil ist das nicht, aber wenn ich da hochkommen würde. Plus wie? Ich muss rausfinden, wie.
Okay, so komme ich nicht da hoch. Schade eigentlich. Also irgendwie wollen die Monster nicht irgendwie. So, da hinten ist noch was. This could be one. Zwei weitere Stellen. So, immer noch zwei. Okay. Nee, hier ist nichts. Nichts, 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 nichts. I hope there's still data inside. So, eine Stelle fehlt noch. So, ein Gegner endlich mal wieder. Okay, das Kostüm macht ganz schön großen Schaden, aber ansonsten auch nicht viel, ne? Was ist denn hier? Da war, glaube ich, nichts. Aber ich wusste, dass diese Gegner hier sind und die brauche ich, weil ich brauche wirklich Zeit anhalten Sachen. Eisschutz, wie interessant. Komm, besieg ihn! Holger! Komm, 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 komm! Okay, Fee, das one it is, ja, ja. Feuer! Angreifen! I will strike you down.
Fool could not hope to win. So, jetzt habe ich 4 MP, das ist gut. Meine Güte hier. Okay, So, jetzt wird als allererstes die Zeit angehalten. Tach! Das geht dann meistens schnell in dem Video und dann ist vorbei mit dem Video. Blitzfresser, ich geb dir gleich. Du lädst dich nicht auf. Challenge accepted. May you find your way home. Gut. So, Blitz und Monster zweimal. Das ist gut. Okay, dann mache ich jetzt das Kostüm noch schnell wechseln. Habe ich das auch genug gezeigt? Jetzt machen wir das hier nämlich. So. Blitz und Feuer, okay. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.